Wachs wird bei mir geschmolzen in so einem Einwecktopf. Es wird Wasser eingefüllt, ungefähr so viel. Und dann kommen diese Wachsblöcke, die aus dem Sonnenwachsschmelze kommen. Oder schon mal vorgeschmolzene kleine Honigkuchen dazu. So. Und Deckelchen drauf. Und meine alten Styroporbeutel, die nicht mehr in Benutzung sind, kommen zur Isolierung oben drauf. Und wir lassen es jetzt kochen. Und nach dem Kochen ziehen wir den Stecker heraus. Durch die Styroporbeutel wird dieser ganze Behälter warm gehalten. Und der Wachs kann ganz langsam auskühlen und so setzt sich dieser Schmutz ganz unten auf dem Boden ab. Das gucken wir uns dann später noch an. So, nun kocht das Ganze. Wir schauen hier rein. Da sieht man's. Es ist noch nicht alles aufgelöst, hier haben wir noch ein bisschen was. Das löst sich aber gleich auf, indem wir es noch ein bisschen kochen. Und die oben schwimmenden Verschmutzungen nehmen wir einfach mit einem schönen Sieb heraus. So, jetzt machen wir es einfach zu, Deckel drauf. So, jetzt ziehen wir den Stecker heraus und lassen das Ganze sachte auskühlen, sodass der Schmutz sich unten fest absetzen kann und wir schauen mal, was dabei rauskommt. So. Und so sieht nun der Honigkuchen aus, nachdem er in dieser Nacht auskühlen konnte. Jetzt befreien wir ihn von dem nötigen Schmutz. Stockmeißel und dann wird es einfach abgestochen. Den groben Schmutz mit der flachen Seite abstechen und den feinen Schmutz mit dieser Kratze abkratzen. Sollte der Honigkuchen noch Schmutz enthalten, weil er vielleicht zu schnell abgekühlt ist, wie gerade um diese Jahreszeit, muss die Prozedur noch einmal wiederholt werden. So. So sieht der Honigkuchen aus, wie ich ihn dann weiterverwenden kann. Ich kann dieses Teil jetzt abgeben und gegen Mittelwände tauschen. Ich kann ihn für die Nordwabe zum Rollen nehmen. Ich kann selber Mittelwände daraus gießen. Möchte ich aber Kerzen gießen oder Kerzen ziehen, muss diese Prozedur mindestens noch 3-mal wiederholt werden, sodass sich kein Schmutz mehr auf dem Boden absetzt.
um sozusagen eine Verstopfung des Dochtes zu verhindern. Das war jetzt die Behandlung des Wachses aus der Wabe heraus. Wenn euch das gefallen hat, bewertet das Video. Wenn ihr Fragen habt, setzt Fragen unten drunter. Das war's erstmal. Tschüss.